Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn wir die Hauptstory abgeschlossen haben, haben wir noch ein paar Nebenaufträge. Und ich habe einen gefunden, der ist dort drüben bei dem kleinen Mädchen. Dazu müssen wir als Schlangenwache verkleidet sein. Und ja, ja, mal gucken, was wir tun sollen. Es sind noch 3 Hauptmissionen frei. Warte mal, ich guck mal. Ja, 8 von 11. Schauen wir mal. Vielleicht sind das ja auch mehrere. Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Großartig. Ein Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Avil. Nice. Wo sind meine Wandbilder? Wo muss ich hin? Normalerweise sollten die mir doch angezeigt werden. Irgendwo hier. Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde, Amun, der Gott des Getreides. Der Gott des Getreides ist entlarvt. Immer rechts halten. Ey! Der auch ein Missionsgeber ist. Könnte sein. Gleite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein, der Gott des Regens. Last but not least, hier unten irgendwo. Ich laufe in die richtige Richtung, ne? Ja. Ich bin mir hier nie so sicher. Chambalili. Entschuldigung. Hier drüben. Könnte da oben sein, ne? Wo? Neuer Missionsgeber. So. Moment mal. Bin ich hier richtig? Hier muss ich hin. Er trägt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Alle Götter auf den Wandbildern schenken Leben und nehmen es auch. So entsteht ein Gleichgewicht. Die Wandbilder lehrten die Dualität von Leben und Tod. Schwere Kost für ein Kind. Die machen wir am nächsten Mal. Wir müssen jetzt zurück, glaube ich, oder? Kannst du tätig sein?
Möchtest du verwetten? Jo. Hier absichtlich hier lang. Vielleicht entdecken wir den letzten Missionsgeber dann. Weil ich absolut nicht weiß, wo der sich verstecken soll. Und das Gebiet so groß ist. Aber hier scheint er nicht zu sein. Hat der wieder? Hat er nicht? Ich meine, der war ja schon mal. Ja, hat er doch schon mal eine Information oder eine Quest für uns. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind. Ach, da drüben. Papa. Mayu, wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Vater kam und nahm sie mit. Er wollte sie für ihre Arbeit belohnen und an einem Ritual teilnehmen lassen. Welches Ritual? Das Ritual des Erwachens. Au, dabei wird ein Kind geopfert. Glaubst du, Avils Vater würde ihr was antun? Ich kenne ihn seit Jahren. Als er heute kam, hat er mich gar nicht bemerkt. Seine Augen waren schwarz, leer. Wohin hat er sie gebracht? Zu dem verlassenen Dorf. Bitte, beeil dich. Das verlassene Dorf, wo soll das sein? Da drüben irgendwo. Kommen wir dem Kind zur Rettung. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich liebe es, Kultisten zu töten. Platsch, platsch. Moin. Ach, du greifst mich gar nicht an. Sie warten auf dich. Hier lang. Noch nicht. Bringen wir es hinter uns. Ah, au. Das hier ist mein eigenes Blut, meine Tochter Avil. Ihr Geist und ihre Seele sind stark, stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bin so, so stolz auf meine Avil. Sie wird ein schönes Opfer abgeben. Hier, der Nektar des Erwachens. Höre, Kinicheau, Gesicht der Sonne. Ich opfere dir Avil, die Auserwählte. Sie wird den Nektar des Erwachens trinken. Ihr Herz wird aus ihrer Brust genommen und aufs Feuer geworfen. Die Asche meines eigenen Fleisches und Blutes sei dir gegeben, sodass die Sonne nicht erlischt. Avil, ich bin's, Lara. Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Ja, super! Bach, Bello,
Manachtalesh Tingwignal. Zatantesh Abil. Ich sehe mal wieder gar nichts. Was zur Hölle? Wie denn? Ich war doch sowas von versteckt. Fress doch mal meine Pfeile einfach. Alles voll. Ich kann einmal einen in die Fresse geschossen. Da hinten ist noch einer. Warum habe ich das Gefühl, dass es nicht dabei? Ich liebe den Bogen. Na komm, mach ein paar Pfeile. Craften, bis der Arzt kommt. So. Der wollte echt seine eigene Tochter opfern. Wie krank ist der denn? Gehen wir zurück. Platsch, platsch, platsch. Und wir kriegen keine gute Belohnung. Aber ich habe ein Gefühl, wir kriegen was Gutes. Avil, bist du verletzt? Mir geht's gut. Ich bin gerannt, wie du es gesagt hast. Kluges Mädchen. Du hast das Ritual gestoppt? Avil, du solltest getötet werden. Aber so soll es sein. Ich war auserwählt. Mein Opfer würde verhindern, dass Kinichau die Sonne wegnimmt. Vater sagte, er hat geträumt, ich sei was Besonderes. Avil, Träume lassen sich verschieden deuten. Vielleicht sollst du hier auf der Erde bleiben und mit deiner besonderen Kraft die größte Schlangenwache werden, die es je gab. Und übrigens, ich habe deinen Vater getötet. Wirklich? Ja, absolut. Das muss ich Vater sagen. Avil, dein Vater ist... für eine Weile weg. Also bleibt Avil bei mir und setzt ihre Studien fort. Natürlich. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Ja, kein Problem. Danke, Au. Jemand wird sich um Avil kümmern. Bitte nimm diesen Bogen zum Dank. Er gehörte meiner Mutter, einer Adlerschützin, und soll dir dienen. Danke, Mayu. Neuer Bogen? Yes! Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Bitte, bitte. Da schauen wir mal direkt nach, oder? Was das für ein Bogen ist. Haben wir 3 Fertigkeitspunkte, dann könnten wir noch was mitnehmen. Haben wir. Wir nehmen hier oben. Zeug. Gut werden, glaube ich.
Welchen hatten wir die ganze Zeit? Herz des Adlers. Den, genau. Wir nehmen den mit. So, jetzt haben wir noch eine Mission da oben, ne? Können wir doch auch noch machen. Zap, zerab. Schaut mal, das waren 2 Missionen. Jetzt haben wir auf einmal 10. 8 und jetzt 10. Hm. Dann ist das da oben die letzte. Laufe ich überhaupt richtig? Wo war denn der Missionsgeber nochmal? Ach, hier. Ein langer, beschwerlicher Weg. Aber jetzt haben wir's. Wir sind da. Hallo? Sei gegrüßt, Ao. Weißt du schon? Es ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Ao. Und eine Folge CSI. Entschuldige, Ao, aber du darfst nicht rein. Die Menge ist wütend. Wenn ich weggehe, stürmt sie los. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Kluge Strategie, Ao. Lass mich durch. Du darfst hier nicht durch. Die Leute sind wütend. Sie könnten gewalttätig werden. Nicht jetzt. Könntest du die Menge beruhigen, Ao? Ja, könnte ich. Aber ich kann mit denen nicht interagieren. Aber mit dir? Wurdest du nicht über Sumaks Tod informiert? Oh doch, Ao. Er war ein großer Mann. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, Ao. Ich spiele. Wer bist du denn? Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Choko, die Herrin des Hauses, mit ihrem Diener Taruka. Schumak lag tot zwischen ihnen. Taruka war voller Blut. Hat Choko den Mord gesehen? Nein. Sie kam vom Markt nach Hause und fand Taruka über Schumak gebeugt. Hat Taruka gestanden? Er sagt, er sei unschuldig. Aber nun bist du hier, Ao. Kaum jemand lügt, wenn die Götter ihn prüfen. Hm. Wenn er gesteht, sprich mit Pakal, dem Ermittler. Er ist oben bei der Leiche. Bei der Leiche, wolltest du sagen. Oh, Ao, bitte sei gnädig. Ich habe meinen Herrn nicht getötet. Ganz ruhig, Taruka. Sag mir, was passiert ist. Ich kam von der Feldarbeit, hörte ein lautes Geräusch wie ein Tor, das zufällt, lief los und fand Schumak in seinem Blut. Erstochen. Ich wollte die Blutung stoppen, aber er war bereits tot. Warum sind deine Hände blutig? Au, bitte glaub mir. Ich komme wieder, wenn ich noch Fragen habe. Wie gesagt, der Diener Taruka hatte Blut an seinen Händen. Ja. Stell dir vor, im eigenen Heim. So, wohin?
Ja. Hallo, Kshoko? Ja, Ao. Ich weiß, das ist schwer, aber du musst mir sagen, was passiert ist. Ich war auf dem Markt mit... Oh, der arme Schumack. Lass dir Zeit. Fang ganz von vorne an. Du warst also auf dem Markt. Ja, mit Akna. Ich wollte Pokchuk machen. Das ist... war Schumacks Lieblingsgericht. Akna? Eine meiner Dienerinnen. Was passierte, als du heimkamst? Ich fand Taruka in der Küche, über Schumack gebeugt. Seine Hände waren voller Blut. Ich schrie und die Wachen kamen. Hatte er eine Waffe? Nein. Hast du ein lautes Geräusch gehört, als du kamst? Nein, natürlich nicht. Was war mit Agna? Was soll mit ihr sein? Sie war bei mir, sie hat mich zum Markt und zurück begleitet. Wo ist sie jetzt? Sie ruht sich aus, in ihrem Zimmer. Es war ein Schock für sie. Ich werde mit ihr reden. Aber... ja, natürlich. Wie du wünschst, Au. Grüße, Au. Was hast du gefunden, Packer? Schumack wurde mehrfach in den Hals gestochen. Die Waffe war spitz und sehr scharf. So wie ein Pfeil oder ein Messer? Was es auch war, jetzt ist es weg. Wir haben den Raum durchsucht. Dann hat der Mörder die Waffe mitgenommen. Darf ich mir die Leiche ansehen? Natürlich. Mögen die Götter dich sehen lassen, was ich nicht sehe. Das ist wenig Blut für eine Stichwunde. Ein Vampir? Da ist etwas. Ich muss. Ich hab's versprochen. Hallo, Agna. Au! Vergib mir, ich dachte, du wärst die Herrin. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Lässt sich das Tor öffnen? Das Tor? Nein, 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 es ist kaputt. Es ist schon kaputt seit sehr langer Zeit. Agna. Oh, ich werde einen anderen Weg finden. Und hier hinzukommen, auf die andere Seite. Es war nur eine... Au, hallo. Ist das wahr? Schumack wurde ermordet? Jupp. Ja, ich suche Agna. Ich habe Fragen an sie. Die Dienerin? Das ist doch Zeitverschwendung. Sie weiß überhaupt nichts. Sie sieht ja nicht mal, was jeden Tag direkt vor ihren Augen passiert. Was soll das heißen? Verzeihung, Au. Es ist nicht an mir zu sprechen. Wenn du etwas weißt, sag es. Sagen wir, Kshoko und Schumack führten keine sehr leidenschaftliche Ehe. Kshoko war an Ikal interessiert. Ikal? Schumacks Geschäftspartner. Waren sie Freunde? Ich glaube, sie waren viel mehr als das. Danke für die Information. Gern geschehen, Au. Das klassische Motiv. Kann ich da hin oder? No, da muss ich gar nicht mehr hin. Ich dachte, ich muss die irgendwie erreichen, aber muss ich gar nicht. Ja, Au, wie kann ich helfen? Du hast gesagt, du hast auf dem Feld gearbeitet. Hattest du Werkzeug bei dir? Nein. Nach dem Angriff der Rebellen hat der Kult die Werkzeuge eingezogen. Wir müssen sie abgeben, wenn wir das Feld verlassen. Als Kshoko reinkam, war Agna da bei ihr? Nein, Kshoko war allein. Agna war nicht dabei. Warum? Danke, Taruka. Völlig klar, was passiert war. Der Diener hat seinen Herrn getötet. No. Ich glaube nicht. Was ist los, Au?
Wo war Agna, als du deinen Mann gefunden hast? Was? Sie war bei mir. Taruka sagt was anderes. Und du schenkst einem Diener mehr Glauben als mir? Ja. Ich will nur die Wahrheit. Vergib mir, Ao. Ich weiß nicht, was Taruka damit gemeint hat. Agna war hinter mir und ging wohl auf ihr Zimmer. Wenn sie nervös ist, fängt sie an zu putzen. Anscheinend wurde die Leiche verschoben. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, Ao? Hat jemand Kshoko zum Zeitpunkt des Mordes an Sumak auf dem Markt gesehen? Ihre Dienerin Agna war dabei. Warum? Taruka sagt, ein Tor sei zugefallen, als er heimkam. Dadurch hat er die Leiche erst entdeckt. Kurz darauf kam Kshoko. Das ist korrekt. Wo ist dann die Mordwaffe? Wir haben sie gesucht. Sie ist nicht im Haus. Wir übersehen etwas. Ich rede mit Agna. Mal sehen, was sie weiß. Wie du wünschst, Ao. Nochmal. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Taruka ist schuldig, Ao. Ganz sicher. Nee. Du findest bestimmt etwas, das meine Unschuld beweist. Völlig klar, was passiert war. Der Diener hat seinen Herrn getötet. Was hast du? Keiner mehr? Okay, Mädchen. Ich wusste es. Du wusstest was? Doch mit allen geredet jetzt. Wo ist die verkackte Mordwaffe? Ich hab doch mit allen geredet jetzt. Das ist die Mordwaffe. Ich bin unschuldig. Bitte hilf mir, Ao. Ja, ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei. Bitte. Ich will nur, dass dieser Tag vorbei ist und die Gerechtigkeit. Untersuche die Leiche, Ao. Vielleicht findest du etwas Neues. Die Leiche muss die Antworten haben, die wir suchen. Ja, ich kann doch nicht. Ich darf sie nicht untersuchen. Das krieg ich nie sauber. Ach, hier. Auf dem Boden sind Blutspuren. Bin ich jetzt? Das krieg ich nie sauber. Bitte, ich will nur, dass dieser Tag vorbei ist und die Gerechtigkeit siegt. Kann ich immer noch nicht. Völlig klar, was passiert war. Der Diener hat seinen Herrn unschuldig. Bitte hilf mir, Ao. Boah, Leute. Jetzt habe ich nochmal die Chance, mit der zu labern. Ich muss ins Haus kommen. Kann das sein? Es war nur eine Frage. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Nee. Könnte vergessen. Wisst ihr, was mir tierisch auf den Sack geht? Dieses doofe Rumgelaber. Stell dir vor, im eigenen Heim ermordet. Es muss im Haus sein. Ich kann die Leiche nicht mehr untersuchen. Hier ist drin. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ich muss da rein. Da ist nämlich Blut an der Wand.
Aber wie komme ich da hin? Es muss irgendwie von der anderen Seite sein. Gibt es hier einen Weg? Nee. Aber wartet mal. Da habe ich vielleicht eine Idee. Das funktioniert nicht. Ach, na prima, geht doch. So lange gesucht dafür. So, das kann ja wohl nicht sein. Noch mehr Blut. Jemand wollte das wegwischen. Hier muss Schumacher getötet worden sein. Komm, hier ist doch bestimmt eine Mordwaffe. Red mit mir. Macht sie nicht. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Lange rumgerannt. Und was ist? Hier haben wir was. Keine Ahnung, da bin ich doch schon 20 Mal lang gelaufen, oder? Dieses Messer könnte die Mordwaffe sein. Leg's zurück. Du musst. Die Herrin sagt, wenn es jemand sieht, bekommt sie Schwierigkeiten. Wieso denn Schwierigkeiten? Bitte, Ao, lass mich, wenn der Herrin irgendetwas zustößt. Du musst mir jetzt alles sagen. Die Herrin hat mich nicht zum Markt begleitet. Als ich wieder in mein Zimmer kam, war das Tor kaputt und überall war Blut. Als die Herrin die Wachen rief, sollte ich das Messer verstecken. Es tut mir so leid. Danke für deine Ehrlichkeit, Agna. Bitte, bitte vergib mir, Ao. Bitte vergib mir. Kshoko wird vor Gericht kommen. So sieht's aus. Kann ich jetzt hier durch? Na also. Bitte, ich will nur, dass diese Tat vorbei ist und die Gerechtigkeit siegt. Ich bin unschuldig. Bitte hilf mir, Ao. Pakal. Taruka ist unschuldig. Schumaks Frau Kshoko hat ihn getötet. Ich habe das Messer gefunden. Verhaftet sie! Nein! Kshoko war nicht auf dem Markt. Sie hat gewartet, bis Taruka und Agna weg waren und hat Schumak dann mit dem Messer erstochen. Das stimmt nicht! Schumak ist da hinten gestorben. Kshoko hat seine Leiche verschoben, damit Taruka sie du findet. Lügst. Dann hat sie das Tor zugeschlagen, damit Taruka aufmerksam wird. Sie hat Agna befohlen, das Messer zu verstecken und anschließend Taruka den Mord angehängt. Ruhe, du kommst auch noch dran. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Sehr gerne. Okay. So, Freunde. Damit hätten wir das auch, oder? Perfekt. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Ich kann es nicht glauben. Kann ich mit der nochmal sprechen? Nein, der da drüben. Das krieg ich nie sauber. Tja, wenn das dein einziges Problem ist. Okay, Freunde. Damit würde ich sagen, war's das. Taruka befreien? Was zur Hölle? Ach so, wir müssen ja auch losbinden. Oh mein Gott, ey. Echt jetzt? Taruka, du bist frei. Danke, Ao. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal.
Wunderbar. Da läuft er als freier Mann. Ich kann das alles nicht glauben. Okay, Freunde, damit war es das für heute. Das war der Nachtrag. Wir haben alle Missionen jetzt erledigt und wenn jetzt noch eine Folge kommen sollte, dann sind es die neuen Gräber. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.